Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines kleinen Handarbeits-Podcasts. Ich bin die Susanne und bei mir geht es ums Stricken hauptsächlich und um Wolle. Wie immer zu Beginn, das ist eine Dauerwerbesendung. Alle Sachen habe ich zwar selber gekauft und nichts gesponsert bekommen, aber trotzdem, ja, dann möchte ich mich außerdem auch wieder ganz, ganz herzlich bedanken für die lieben Kommentare, die mich erreicht haben. Und da habe ich auch gleich noch eine kurze Stellungnahme, wäre zu viel gesagt. Ich habe das letzte Mal so mit einem kleinen, unbedachten Nebensatz am Schluss so ein bisschen eine kleine Diskussion ausgelöst. Es geht um das Corona-Thema. Und ich habe mir echt lange Gedanken gemacht und hin und her überlegt, ob ich dazu noch einmal was sagen soll. Und habe beschlossen, nö, mache ich nicht. Das nicht, weil ich irgendwie Diskussionen scheue, aber wir hören in unserem echten Leben sowieso schon kaum noch was anderes. Und wenn ich da jetzt anfange drüber zu reden, dann wird die Folge wahrscheinlich eine Stunde oder noch länger, ohne dass ich ein einziges Mal übers Stricken geredet hätte. Und ich selber habe auch wirklich die Diskussionen und alles, das ganze Thema einfach satt und deswegen sage ich da nichts dazu. So, habe ich beschlossen. Ist mein Kanal, habe ich so beschlossen. Genau. Ich möchte lieber so eine, Dreiviertelstunde schätzungsweise mit euch. Ja, was heißt mit euch über Stricken plaudern? Das geht ja leider nicht. Aber euch ein bisschen was einfach über unser gemeinsames, schönes Hobby erzählen und was bei mir in der Zwischenzeit alles so entstanden ist. Genau. Und ihr seht auch schon etwas. Genau, ich nehme wieder mit der gescheiten Kamera auf. Das heißt, ich sehe mich nicht am Bildschirm, ich sehe mich ein bisschen aus dem Augenwinkel im Spiegel. Ich persönlich finde, das hat das letzte Mal ganz gut geklappt und ja, deswegen möchte ich es so beibehalten. Also wenn ich mal an euch vorbeischirgel, dann hat das damit zu tun, dass ich einfach mal kurz auf den Spiegel schaue. Genau, und ihr seht schon, was fertig geworden ist, nämlich mein Hitofude. Ich schaue mal, wenn ich aufstehe. Ups, genau, so schaut er aus. Also zipfig, ich kann auch mal den Stuhl auf die Seite schieben. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Vielleicht sollte ich mal im Stehen aufnehmen, das wäre doch auch mal was. Genau, also so schaut mein Hitofude aus. Eben die Ärmel in hell, so wie ich es wollte. Dann eben hier so dieser allmähliche Farbverlauf. Ja, nach vorne zipfelt es ein bisschen. Eben hier kommt dann noch das Dunkle ein bisschen. Ja. Ups, hier nochmal von hinten, ein bisschen auf die Zehenspitzen stellen. So. Aber vielleicht sollte ich mir echt mal überlegen, im Stehen aufzunehmen. Mal gucken. Genau, also ich liebe ihn total. Er passt super, es ist an den Ärmeln nicht zu eng. Es ist hier schön im Nacken, geht er schön hoch. Dann eben auch hier quasi diese Bündchenreihe, also diese Rechts-Links-Reihe, die sich hier raufzieht, die habe ich rechts verschränkt und links gestrickt. Das habe ich euch letztes Mal, glaube ich, schon erzählt. Das hatte ich bei der Elli gesehen und das hat mir gut gefallen. Und so habe ich es dann auch unten beim Bündchen gemacht, rechts verschränkt und links, damit das dann auch zusammenpasst. Ich habe ihn auch schon ausgeführt an unserem Hochzeitstag. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Mein, prinzipiell habe ich alles schon gesagt in den letzten Wochen. Genau, der Hitofude Cardigan ist es. Gibt es für kleines Geld bei Ravelry zu kaufen. Also wirklich für so eine tolle Anleitung, ist echt überhaupt nicht teuer und lohnt sich absolut. Gestrickt habe ich es aus dem Chipier Swirl. 60% Baumwolle, 40% Poly. Ich habe zwei
Knäule mir gekauft. Also, wobei einer davon hat 1000 Meter auf 225 Gramm, ist Sockenwollstärke, etwas dünner. Und mir hätte einer locker gereicht. Ich habe 209 Gramm verbraucht. Und ich habe gestrickt die Größe S. Nein, M. Genau, S wollte ich stricken. Und nachdem meine Wolle aber etwas dünner ist als die im Original, habe ich mich dann entschieden, M zu stricken, weil ich es nicht so eng mag und mir gedacht habe, ja, gerade die Jacke, das darf ruhig auch ein bisschen lockerer sitzen, das spielt da jetzt nicht so eine Rolle. Und wie gesagt, bin sehr zufrieden und kann die Anleitung nur empfehlen. Es hat so Spaß gemacht. Auch wenn man, ja, zwischendrin einem die Reihen zwar irgendwie lang vorkommen, also das habe ich ja letztes Mal schon so versucht zu erklären. Einerseits kommen einem die Reihen echt lang vor, also gerade zum Schluss, wenn die dann werden die ja noch größer, damit es ja eben so schön nach vorne schwingt. Und andererseits war aber trotzdem jeder Mustersatz dann auch immer ratzfatz gemacht, so wo ich mir gedacht habe, ups, schon wieder fertig. Also es ging wirklich wahnsinnig schnell. Ich habe angefangen am 12.04., das war der Ostersonntag, habe ich ja zusammen mit der Britta angefangen. Und am 17.05., einen Tag vor meinem Geburtstag, war er fertig. Und das war auch so beabsichtigt, weil ich gedacht habe, dann kann ich ihn an meinem Geburtstag gleich anziehen. War dann so warm, dass ich es nicht gebraucht habe, aber gut. Ja, ich habe die Zeit, das habe ich ja letztes Mal auch erzählt, dass ich mir diese Zählmich-App runtergeladen habe und da mitgestoppt habe. Allerdings erst nachdem ich diese ganze Ärmelpartie schon gestrickt habe. Und ich habe dann einfach ein bisschen, ja, quasi mitgestoppt und ausgerechnet und rumgerechnet und habe das dann noch addiert. Also gestoppt habe ich, ja, so gute 21 Stunden. Und rechnerisch für die Ärmel müssten es dann noch mal so 11,5 Stunden gewesen sein. Also kommen wir auf so ungefähr 32 Stunden. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Ja, und wie gesagt, hat total Spaß gemacht. Ich habe es mit dreieinhalber Nadel, meine Zing, die ich halt am liebsten mag, gestrickt. Ja, genau. Und mein Projekt. Meine Projektseite ist nicht ganz so spektakulär. Ich nehme mir jedes Mal vor, die ein bisschen zu verzieren und dann mache ich es aber irgendwie doch. Naja. Genau. Was gibt's noch zum Hitofude zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Die Restwolle habe ich der Antonia gegeben, weil die Jacke war fertig und Madame hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als sie anzuziehen und zu beschließen, die gehört jetzt ihr. Dann habe ich gesagt, nein, die Jacke gehört mir, aber du kannst gerne die Restwolle haben und dir selber eine stricken. Schau mal, die Restwolle hat sie, aber inwiefern sie da zum Stricken kommt, schauen wir mal. Aber es ist wirklich nicht schwer und also ich glaube, dass auch die Antonia, die ja doch durchaus noch eher eine Anfängerin ist, vielleicht eine bisschen fortgeschrittene Anfängerin, aber bin da recht zuversichtlich, dass sie da auch gut damit zurechtkommt. Klar, zur Not kann sie mich fragen, aber ja, ich denke mal, es ist halt auf Englisch, das muss man wissen, aber ich denke, dass das wirklich auch für Anfänger ganz gut zu machen ist. Ja, ist auch schön mit Bildern, gerade auch, wie man dann an den Ärmeln. Also man macht ja einen provisorischen Anschlag, fängt dann eben an, Ärmel und Rückenteil zu stricken, muss natürlich dann, das ist kein Geheimnis, das sieht man auch hier an der Naht, dann die Ärmel schließen. Und das ist also alles auch schön mit Bildern erklärt. Ja, und falls ihr die Jacke strickt und Fragen habt, dann fragt mich gerne. In meiner Bereich meiner Möglichkeiten helfe ich dann natürlich auch gern weiter. Ja, das ist fertig geworden. Da bin ich sehr sehr stolz und sehr froh drüber. dann noch ein Projekt, an dem ich sehr viel gestrickt habe, so ein bisschen zwangsweise. Das erkläre ich aber auch gleich noch. Das ist mein Breathing Space. Und ich habe diesmal auch dran gedacht, den auf ein längeres Seil zu ziehen, damit ich euch den mal gescheit zeigen kann. Also gescheit ist jetzt relativ. Vielleicht kann ich mir. Ich habe eben überlegt,
dass meine Püppi gar keinen richtigen Namen hat. Weil Püppi heißt ja die von der Elli eigentlich. Und das sind ja keine Zwillinge. Und komischerweise fiel mir vorher so der Name Esmeralda ein. Fragt mich nicht wieso. Jedenfalls habe ich jetzt beschlossen, meine Püppi heißt jetzt Esmeralda. Genau. Und meine Esmeralda trägt den Breathing Space. Hier bei dem Marker war ich das letzte Mal. Ihr seht schon, es ist ein ganzes Stück dazugekommen. Hier ist die längere Seite. Hier ist die kürzere Seite. Wirkt jetzt relativ weit. Gut, es ist zum einen auch noch das gestarrte Seil drinnen und es ist ja schräg eigentlich. Also das wirkt jetzt hoffentlich nur so weit. Ja. Genau, also das macht mir sehr Spaß. Wie man sieht, sonst wäre ich ja auch noch nicht so weit gekommen. Und ja, ich habe das letzte Mal schon erzählt, dass ich hier bei den na, so, hier bei den geraden Reihen mir das, also beziehungsweise nein, muss so anfangen. Eigentlich ist der Reihen- oder Rundenübergang, hier ist der Anfangsfaden hier vorne, sprich dieser Rundenübergang wäre auch hier vorne. Und das hat mich gestört. Das heißt, ich habe eben diese Technik, wie man in Runden, also Farbwechsel in Runden strickt, ohne diese Treppchenbildung. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Ich glaube, ich habe auch das Video verlinkt. Genau, da schaut gerne im letzten Video, falls ich es wirklich vergessen habe, erinnert mich gerne nochmal. Und habe das dann hier ja auch weitergeführt. Und hier, wo man aber dann mit verkürzten Reihen hin und her strickt, also ich glaube, so viel darf ich sagen, weil das sieht man eigentlich, da hat es dann nicht geklappt, weil ich schlichtweg nicht gewusst habe, wie ich da nicht, wenn ich nicht in Runden, sondern in Reihen stricke, wie ich das machen soll. Und ehrlich gesagt auch keine Lust gehabt habe, mir da Gedanken drüber zu machen. Also hier sieht man diese Treppchenbildung. Genau, und ab da, wo es dann wieder in Runden weiterging. Ups, ich hebe sie nochmal hoch. Wo es dann wieder in Runden weiterging, habe ich dann eben wieder angefangen, diese andere Methode zu nehmen. Und ja, man sieht es ein bisschen, weil es wird dann immer um eine Masche versetzt. Ja, bei einer Kamera. Ja, hier sieht man hier, wie es rüber geht, weil sich das automatisch dann immer um eine Masche versetzt. Wenn man es ein bisschen hinzuppelt, fällt es aber nicht so auf. Und ich hoffe mal sehr, dass das nach dem Spannen dann auch so sein wird. Also, dass man da wirklich dann nach dem Spannen gar nichts mehr sieht. Also, so sieht es jetzt sehr, sehr auffällig aus. So auffällig finde ich es in echt gar nicht. Und wie gesagt, nach dem Spannen hoffe ich sehr, dass sich das gibt. Ansonsten war es halt wirklich einfach, ja, muss ich mir dann überlegen, ob ich es nochmal aufdrehe oder halt eben dann so lasse. So, aber da mache ich mir Gedanken drüber, wenn es soweit ist. Gut, da ist die Anleitung dazu. Also der Breathing Space ist das. Da habe ich letztes Mal auch schon gesagt von der die Jorge Locatelli, glaube ich. Steht nicht auf der Anleitung. Naja, was mich in der Anleitung etwas ziemlich sehr irritiert hat und auch immer noch irritiert, wie sage ich es jetzt, dass ich nicht zu viel verrate? Also gut, wie gesagt, dass man hier mit verkürzten Reihen hin und her, das sieht man, ja, wer da Erfahrung hat, der sieht das. Und irgendwie muss es ja auch schief werden. Und man nimmt aber auch auf der Seite hier zu. Wenn man die verkürzten Reihen fertig hat, geht es einfach ganz normal in Runden weiter. Das ist auch kein großes Geheimnis. Und dann heißt es hier einerseits, dass die Zunahmen auf der linken Seite weitergemacht werden wie zuvor. Es heißt dann aber eigentlich im gleichen Absatz,
Also da geht es dann um die rechte Seite, wie man die rechte Seite weiter behandelt. Und da heißt dann, wenn für deine Größe erforderlich, führe die Zunahmen fort. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, ja, was jetzt? Fortführen oder nicht fortführen? Ich habe dann auch, also es gibt dann da auch keine Maschenangaben mehr. Ich habe mir auch wirklich die Anleitung bestimmt noch mal dreimal durchgelesen, um irgendwie herauszufinden, was ist denn meine Größe? Also ich weiß schon, welche Größe ich stricke, aber wenn für deine Größe erforderlich, führe die Zunahmen weiter. Und es ist also auch auf der Schemazeichnung absolut nicht ersichtlich, wie weit der untere Bund dann eigentlich für welche Größe sein soll. Also da bin ich so ein bisschen in Stocken gekommen und auch immer noch am Überlegen, ob ich es jetzt so richtig gemacht habe, weil ich nämlich jetzt schlichtweg, deswegen hängt hier auch noch der gelbe Marker, einfach hier dann mit den Zunahmen aufgehört habe, weil ich mir gedacht habe, nee, wenn ich es so anprobiere, ist es für mich eigentlich weit genug. Ich hoffe, dass das jetzt einfach mal so gemeint ist, dass man es halt anprobieren muss und sagen, ja, passt für mich oder andere wollen es vielleicht weiter oder andere wollen es enger. Aber das finde ich hier, also ich hatte da noch nie Probleme mit Anleitungen von der Jorge, aber das finde ich jetzt so ein bisschen sehr missverständlich ausgedrückt, sagen wir mal so. Ja. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, deswegen stricke ich trotzdem gerne dran und freue mich auch schon sehr, wenn er fertig ist. Das ist ja mein. Nee, das ist gar nicht die Jorge, das ist die Vera. Schaut mal, da ist ein Bild von ihr. Die Vera Velimeki ist ja das. Auf alle Fälle ist es auf einem Interpretations-Heft. Das machen ja die beiden zusammen. Ja, genau. Ja, also ich denke mal, das ist vielleicht auch so ein bisschen künstlerische Freiheit, dass das dann eben so machen kann, soll, darf, muss. Jeder wie er will. Stricken tue ich es aus Wollmeise Pure. Genau. Die ganzen Details sage ich ja auch immer noch mal dann, wenn es wirklich fertig ist. Wie mache ich weiter? Ja, genau. Der Grund, warum ich so viel oder hauptsächlich dann daran gestrickt habe, ist so eine blöde Sehnenscheidenentzündung am rechten Handgelenk. Ich habe das letzten Donnerstag schon gemerkt. Freitag war es dann ganz aus. Zum Glück musste ich nicht arbeiten. Also Freitag konnte ich die Hand überhaupt nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht mal ein Glas halten. Ich konnte es nicht mal drehen. So schlimm hatte ich es noch nie. Und ich konnte den ganzen Freitag nicht stricken. Das war schrecklich. Also jetzt weiß ich langsam, wie sich Raucher fühlen, wenn sie auf Entzug sind, glaube ich. Stelle ich mir ähnlich vor, wie man da hockt und nicht stricken kann. Zum Glück sind meine zwei Bücher, die ich beim Hugendubel bestellt habe, gekommen. Dann konnte ich die wenigstens gleich lesen. Ja, und wie gesagt, Freitag ging gar nichts, Samstag, Sonntag. Samstag ist der Kunkelkeil gestartet, komme ich auch gleich noch dazu. Also perfektes Timing, um nicht stricken zu können. Wollte dann aber auch unbedingt anschlagen, weil ich neugierig war, weil ich was Neues ausprobiert habe. Ja, aber dann habe ich dann wirklich so drei Runden und dann musste ich es auch echt wieder weglegen und habe dann festgestellt, naja, also so glatt rechts dahin, das geht noch am besten. Und deswegen habe ich dann immer mal wieder so ein paar Runden, bis ich halt gemerkt habe, jetzt legst du es mal lieber weg. Ja, und es wird. Es ist immer noch nicht ganz gut, aber es wird. Genau, deswegen ist eben hauptsächlich der gewachsen, weil es einfach handgelenkstechnisch am besten zu machen war. Und also ich habe normal auch nicht Schiene, ich habe sie jetzt nur zum Aufnehmen runter, damit ich nicht überall mit dem Klettverschluss hängen bleibe. Genau aus dem Grund ist auch, ups, an meinem eigenen Karl, an dem Breezy, nicht sehr viel passiert. Wobei ich da prinzipiell schon weiter gewesen wäre. Na, total das Gewurschtel hier gerade. Genau, also wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja, ihr braucht mich bloß fragen. Ansonsten gibt es jetzt erstmal zu dem nimmer weiter was zu sagen. So, also, welches ist denn die Vorderseite? Das ist die Vorderseite, genau. Hier bei dem Engelchen
Nee, Schmetterling war ich das letzte Mal. Und es sind jetzt die zwei Muster dazu gekommen und dann eben noch ein paar Reihen von dem nächsten schon wieder. Das war noch vor dieser ganzen Handgelenksgeschichte. Und ich wäre schon weiter, hätte ich nicht diesen rosanen Teil hier doppelt gestrickt. Und zwar einfach nur aus dem Grund, dass ich zu blöd zum Zählen bzw. zum Rechnen war. Dieser Biene macht es ganz toll und gibt nach jedem Teil an, wie viel Maschen man auf die Nadeln hat. Ich habe die Maschen gezählt zuletzt an diesem Übergang. Hat's gepasst. Hab die gestrickt, hab mir gedacht, ach, die Abstände passen ja alle. Hab hier gestrickt, angefangen. Und habe nach dem letzten Muster, da war es bisher so, beziehungsweise ich hatte das so im Kopf, dass da nur noch eine rechte Masche kommt und dann die Randmasche. Jetzt hatte ich hier aber drei rechte Maschen. Dann habe ich die Maschen gezählt und tatsächlich, ich hatte drei zu viel, vermeintlich. Nee, Quatsch. Nee, ich hatte den ganzen Teil schon fertig. Genau, nee, so war es, genau. Ich hab dann gezählt, nachdem ich schon ein paar Reihen gestrickt habe, habe drei Maschen zu viel gehabt. Hab dann munter das Muster weiter gestrickt und halt jede zweite Zunahme weglassen, bis ich die vermeintlich richtige Maschenzahl erreicht gehabt habe. Hab dann wieder ganz brav am Ende dieses rosanen Teils gezählt und hatte drei Maschen zu wenig. Und auf einmal macht's Klick und ich denke mir, bist denn du nicht noch blöder? Ich muss ja wenn ich schon Reihen gestrickt habe in diesem rosa Teil, zu der angegebenen Maschenzahl die Zunahmen, die ich schon gemacht habe, dazu rechnen. Und ratet mal, wie viel das waren? Drei. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Fehler drin gehabt. Das heißt, ich hätte überhaupt keine Zunahmen weglassen müssen. Dann habe ich auch erst noch gedacht, ich lasse es, weil es fällt sowieso nicht auf. Aber ihr wisst ja, wie das ist, selber. Schaut man dann immer auf die Stelle und denkt sich, da hast du Mist gemacht. Also habe ich den ganzen rosa Teil wieder gerippelt, das ist Mohair-Seide und es ging zum Glück gut zum Rippeln und habe den ganzen Teil einfach nochmal korrekterweise mit allen Zunahmen gestrickt. Shit happens. Genau. Und weil es eben da nicht nur rechts, sondern auch links gestrickt wird und gut, Umschläge ist jetzt nicht, aber eben auch zusammen und dann auch teilweise links verschränkt zusammen. Und das wollte mein Handgelenk einfach nicht mitmachen. Also ich habe es nicht probiert, aber nachdem ich es bei den Socken bei rechts und links, rechten, linken Maschen schon gemerkt habe, mir gedacht, brauche ich links verschränkt zusammenstricken, schon mal überhaupt nicht ausprobieren. Ja, und deswegen ist der noch nicht arg weit gewachsen. Aber es macht auch nichts, weil dann gebe ich dann Ton ja noch ein bisschen einen Vorsprung. Ja, an sich macht es total Spaß und ich bin auch mit meiner Wolle, über meine Wolle nach wie vor sehr begeistert. Entschuldigung. Frosch. Ja, und ich finde also auch gerade das Rosa, das macht auch so ein tolles Muster und es ist wirklich so. Das Muster, die, ja, ob es Diamanten oder Herzen, für mich sind es Herzen, ist recht eingängig. Also da, wenn man so die ersten zwei Reihen gestrickt hat, braucht man eigentlich gar nicht mehr großartig aufs Chart zu schauen. Bei dem rosanen Muster ist es anders, weil da das Muster nicht nur in den Hinreihen gestrickt wird, sondern teilweise eben auch in der einen oder anderen Rückreihe. Und das macht es so spannend. Und dann hat man wieder eben hier dann so ein paar Reihen rechts. Kraus rechts links gestrickt und eben hier auch immer am Anfang, Ende jedes Musters hat man so ein paar Reihen zur Erholung und dann kommt wieder das Muster und das finde ich so eine ganz tolle Abwechslung, dass es nicht langweilig wird, aber eben auch nicht zu kompliziert oder zu viel zum Denken. Ja, also da ist jetzt leider eben noch nicht arg viel weitergegangen, aber das wird werden. Ich mache nur gleich meinen Böppel wieder hin, weil die Wolle doch sehr rutschig ist. Ich stricke das auch auf meinen Zingnadeln und die Wolle ist eben doch sehr rutschig und ja, es wäre jetzt doof, wenn mir da was runterfällt. Wär ich jetzt nicht so amused drüber. Gut. Und ich habe noch meinen Spickzettel.
Genau, also das sind im Prinzip die Sachen, die ihr schon kennt. Nicht meine Esmeralda hier über den Haufen fahren. Genau, das sind die Sachen, die ihr schon kennt. Und dann habe ich schon gesagt, der Kunkelkarl ist gestartet. Der Kunkelkarl durfte in die Tasche von der Reni einziehen, in der ja mein Hitufude lag. So, und ich habe überlegt, ob ich euch den Kunkelkarl überhaupt zeigen soll, weil es ist ja diesmal ein Mystery-Karl. Und es soll natürlich einerseits auch geheim bleiben. Wir haben eine riesen WhatsApp-Gruppe. Ich weiß nicht, wie viele Leute, ich wollte noch nachschauen. Aber es sind bestimmt, also es sind auf alle Fälle über 200, denke ich. Also eine riesen WhatsApp-Gruppe. Und dafür geht es aber sehr, sehr diszipliniert zu. Also für mich gehört zwar zu so einem Karl durchaus auch dazu, dass man auch mal einfach ein bisschen was quatscht. Ja, jetzt nicht so ungefähr am Wochenende habe ich mir schon den Ausflug gemacht. Das, ja, aber halt so, sonst so, ja, wie soll ich sagen? Also schon was Projektbezogenes, aber halt eben einfach auch so ein bisschen Geratsche dazu. Und aber bei so vielen Leuten geht es schlichtweg nicht. Und die Moderatoren haben eben darum gebeten und es klappt auch echt super, muss ich sagen. Also wirklich, wirklich toll. Und ja, es haben dann eben dadurch, dass ich nicht so viel stricken konnte, habe ich natürlich jetzt auch ein paar Tage länger gedauert. Habe ich länger gebraucht. Und haben natürlich viele, viele, viele vorher schon ihre Bilder gezeigt. Das war auch ausdrücklich quasi erlaubt. Und ich habe es auf meinem Handy so eingestellt, automatisch, dass die Bilder bei mir, die ich per WhatsApp kriege, eigentlich standardmäßig nicht gespeichert werden. Außer jetzt in unserer Familiengruppe oder in so bestimmten Gruppen. Aber gerade jetzt bei den Handarbeitsgruppen, weil ich hatte das ursprünglich anders und dann war natürlich die alle dann bei Fotos und in der Galerie und wo nicht überall zu finden. Und ich bin dann da auch mit dem Ausmisten immer irgendwie zu, ja, nicht zu blöd, aber zu inkonsequent. Genau. Und es ist also so, das hat dann, glaube ich, auch die Evelyn oder die Brigitte von der Kunkelstube, ich weiß gar nicht, irgendwer hat geschrieben, eben wenn man das so einstellt, dann werden die Bilder halt auch nicht quasi klar angezeigt, weil sie nicht heruntergeladen werden, sondern man sieht die so verschwommen. Und wer eben dann vorher nicht schon das Bild sehen will, der braucht es dann einfach, der kann dann einfach drüber wischen und sieht es dann eben nicht. Fand ich einen ganz guten Tipp. Ja, und jetzt habe ich eben überlegt, ob ich es zeigen soll oder nicht, ob ich ein Spoilerbild einblenden soll oder nicht. Und habe mir gedacht, naja, also die mitstricken, die in der WhatsApp-Gruppe sind, die haben es eh schon gesehen. Und die, weiß ich nicht, ob es welche gibt, die mitstricken, mir zuschauen, aber nicht in der WhatsApp-Gruppe sind. Da habe ich mir gedacht, die können dann auch einfach kurz die Augen zumachen. Ich stricke das Ganze aus einer ganz normalen Regia vierfädig Melange. So sieht die aus, nicht ganz so knallig, aber das habe ich schon festgestellt, dass sich die Farbe unheimlich schlecht fotografieren lässt. Also es ist so ein meliertes Türkis. Und ihr seht schon, ich habe da zwei Büppelchen. Weil ich nämlich das allererste Mal mit einer Rundstricknadel beide Socken gleichzeitig stricke. Das habe ich mir schon öfter überlegt und eigentlich bin ich absolut kein Magic Loop Fan. Habe dann schon überlegt, ob ich es mit zwei Nadelspielen stricken soll. Aber da hatte ich auch irgendwie nicht wirklich welche frei oder zumindest keine zwei gleichen. Und habe mir gedacht, so, das probierst du jetzt. Nachdem es auch zum Start hin hieß, das wäre da oder diese Socken wären da gut dafür geeignet, habe ich gedacht, so, das probierst du jetzt mal. Man muss sich ja auch Herausforderungen stellen. Die Socken heißen Zack-Zick. Ich glaube, da zeige ich nicht zu viel. Von der lieben Annette, The Nerdnit, selbst entworfen. Wie gesagt, also Mystery Karl, man weiß es nicht, wie sie ausschauen werden. Und ich zeige euch jetzt, also die Etappe 1, die wir jetzt gestrickt haben. So, also wer es nicht sehen will, macht jetzt bitte die Augen zu. Genau, also ich habe es jetzt noch auf einer 80er Rundstricknadel, das geht gut. Aber ich habe mir jetzt trotzdem noch ein 100er bestellt, dann habe ich einfach hier noch ein bisschen mehr Luft quasi. Genau, habe es mir auch gekennzeichnet, pink ist der eine Socken, blau ist der andere, weil ich
mich wetten traue, dass ich dann nämlich irgendwann nimmer weiß, welches ist der erste und welches ist der zweite. Und so weiß ich, wenn ich am runden Anfang von dem mit dem pinken Marker bin, dann habe ich bei beiden Socken gleich viel gestrickt. Ich kenne mich. Ich schaffe das trotzdem, also ich schaffe es, das durcheinander zu bringen. Genau. Ich habe angefangen mit einer Runde rechts. Das mache ich ja von Haus aus gern, dass es ein bisschen elastischer ist. Und auch einfach, um die Maschen auf der Nadel quasi zu sortieren. Ich muss sagen, ich habe ein Buch zum Stricken von Socken, zwei gleichzeitig auf einer Nadel. Das habe ich schon ewig, bestimmt 10 Jahre oder noch länger, ich weiß es nicht. Habe noch nie was draus gestrickt und fand die Anschlagmethode aber da irgendwie relativ kompliziert. Und habe dann einfach mal gegoogelt und habe bei Lanade eine Anleitung gefunden. Die kann ich euch auch verlinken. Lanade, also keine, das habe ich gewackelt vor lauter Schreiben, kein Video, sondern eine bebilderte Anleitung. Und mit der bin ich gut zurechtgekommen. Habe dann, wie gesagt, eben erst eine Reihe, eine Runde rechte Maschen gestrickt und dann mit dem Bündchenmuster. Und ich finde auch, das Bündchenmuster ist schon mal sehr schön. Ah, die Kamera stellt scharf, das ist ja cool. Genau. Also ihr seht schon, ich sage jetzt nicht viel dazu für alle, die die Augen zu haben. Und das ist dann schon der erste Teil vom Schaft. So, gut, also ich packe es wieder weg. Alle, die möglicherweise die Augen zugehabt haben, dürfen sie wieder aufmachen. Ich packe es auch gleich in meine Tasche, damit ich ja nicht in Versuchung komme, das nochmal in die Kamera zu halten. Genau. Und also ich fand es die ersten zwei, drei Reihen, Runden ein bisschen gewurschtel. Also jetzt mit meiner Methode, nicht von der Anleitung her, sondern mit meiner Methode, war es schon ein bisschen gewurschtel und eben auch so ein, ja, da habe ich auch gemerkt, so ein relativ verkrampftes Stricken, was natürlich meinem Handgelenk gar nicht gut getan hat dann. Aber wo mal klar war, so quasi wie die, dass man es halt nicht verdreht hat und was wo wie läuft. Also muss ich jetzt sagen, Mom, also ich komme jetzt echt sehr gut mit dieser Methode zurecht und denke, dass es mit einer längeren Rundstricknadel vielleicht möglicherweise auch noch mal ein bisschen einfacher wird. Ja, also das macht sehr Spaß und bin mit der momentanen Etappe fertig und warte auf den nächsten Samstag. Aber heute ist ja eh schon Mittwoch. Kann derweil alles andere noch weiter wachsen. Genau, das war's zu meinen Projekten. Also ich finde schon, dass ich momentan recht monogam stricke eigentlich. Also es ist jetzt wirklich, wie gesagt, also der Hitofudi, aber der ist ja jetzt fertig. Hier an dem ich relativ, ich denke, da werde ich auch die nächsten Tage noch hauptsächlich dran stricken. Gut, der Breezy, das tut mir leid, dass der jetzt gerade so ein bisschen liegt, aber gut, wird auch wieder. Ja, und ein paar Socken. Und ich meine, also so ein kurzer Abschnitt, das ist dann auch einmal schnell gemacht. Also ich finde schon, dass ich für meine Verhältnisse echt sehr monogam stricke. Ich war schon in Versuchung auch, beziehungsweise ich habe auch schon den Elten wieder rausgekramt, weil die Kirstin von Quickstrick, die hat ihren fertig. Die Elli hat jetzt einen angefangen oder wollte einen anfangen. Und ja, ich hätte jetzt auch so richtig Lust, den auch wieder weiter zu stricken. Vor allem, weil halt das auch so ein schönes Sommerjäckchen ist. Ich habe ihn rausgeholt, aber ich habe noch nicht dran gestrickt, weil ich mir gedacht habe, nee, bleibst jetzt da. Genau, was ich jetzt auch gar nicht dabei habe, der Find Your Fan, der ist auch um ein paar Reihen gewachsen, aber auch nichts Spektakuläres. Den seht ihr dann das nächste Mal wieder. Das war's dazu. Dann habe ich was gekauft, zwei Bücher und was geschenkt bekommen. Und zwar die liebe Heike. Die liebe Heike, die hat mir eine Anleitung auf Ravelry zum Geburtstag geschenkt. Und zwar die Anleitung für das Tuch Slice of Light. Den habt ihr bestimmt auch schon bei anderen Podcastern gesehen. Ich habe ihn auch gesehen gehabt bei der. Die hat jetzt schon lange keine Folge mehr aufgenommen. Und mir fällt auch prompt der Name nicht mehr ein. Ich glaube, aus der Schweiz ist sie auch. Aber nicht gebürtig. Also man hört es nämlich nicht, dass. Ich glaube, sie wohnt nur, sie lebt nur in der Schweiz. Aber mir fällt jetzt auch ums Verrecken der Name nicht ein. Wie heißt ihr Podcast? Slip, Slip, Knit, meine ich, heißt ihr Podcast. Aber sie hat schon ganz lange keine Folge mehr aufgenommen, was ich sehr schade finde, weil das auch so eine ist, der mal. Die wahnsinnig tolle Sachen macht auch. Also machen alle.
Aber ja, bei der habe ich eben auch dieses Tuch gesehen. Ja, genau, also das habe ich geschenkt bekommen von der lieben Heike. Die denkt immer so lieb an mich. Und Heike, ich hoffe so, dass wir uns auch mal wieder irgendwo treffen können, wollen, würden. Ja, naja. Und dann habe ich mir zwei Bücher gekauft. Das eine, ja, bin ich auch angesteckt worden von der Kirstin. Und zwar hatte die im letzten, vorletzten Video dieses Buch hier vorgestellt. Und ich habe beschlossen, das wünsche ich mir zum Geburtstag. Jetzt war das relativ kurzfristig. Und ich habe aber Geld geschenkt bekommen und habe mir dann eben dieses Buch damit gekauft. Und wie gesagt, kam dann pünktlich zu meinem ledierten Arm. Das heißt, ich konnte es dann zumindest auch gleich mal durchlesen. Finde es eine unheimlich interessante Methode. Ja, und es ist, wie soll ich sagen, also es sind auch Modelle drinnen, durchaus, aber es ist jetzt kein reines einfach Anleitungsbuch, sondern es wird so diese Kokonitz-Methode erklärt, wie man die überhaupt strickt. Es sind, muss hier gerade mal so ein bisschen durchblättern. Es gibt auch extra eine Vorlage für diese Kokonitz-Methode, mit der man sich dann die Pullover, Jacken, T-Shirts auch wirklich perfekt anpassen kann. Also so, das heißt von den Schultern her, von der Raglan-Tiefe. Also wie gesagt, alles so Theorie jetzt natürlich, was ich hier sage, weil habe es bisher nur gelesen, aber nicht gestrickt. Dann erzählt sie oder schreibt sie auch was zur Passform, wie man eben auch so ja, mittels verschiedener Methoden, Farben, ja, so quasi auch Illusionen erzeugen kann, eben einen längeren Oberkörper oder etwas schlanker oder ja, wie man eben wie Farben wirken. Dann hat sie eben auch so Spickzettel zum Beispiel hier, Spickzettel für große Oberweiten, was am besten geeignet ist, was man lieber nicht machen sollte. Dann eben auch so Tragetipps, das gibt es eben für große Oberweiten, für kräftige Taillen und für kräftige Hüften. So letzteres ist dann so mein Part. Genau, und dann ist eben, also wie gesagt, es sind durchaus Modelle drin, aber eben auch super erklärt, wie man die anpassen kann. Und es sind jetzt auch nicht so die üblichen Sachen, wie man so oder so strickt oder so oder so. Ja, doch, Zunahmen sind auch drin, aber eben auch so spezielle Techniken, die man halt jetzt speziell für dieses Buch braucht. Sind auch verkürzte Reihen erklärt, Hin- und Rückreihen, ja, elastisch abketten. Also schon auch so Grundlagen, aber eben auch so ein paar speziellere Sachen, die man jetzt für dieses Buch braucht. Und ich habe da auch schon eine Idee. Ich habe ein bisschen gespickt, was im nächsten Knit Crate Päckchen drinnen ist. Und da kommt ein, ja, zwar relativ dickes, aber sommerliches Garn. Ich weiß die Zusammensetzung nicht mehr, auf alle Fälle irgendwas Sommerliches. Und ich habe überlegt, ich würde prinzipiell mir gerne sowas hier stricken. Ja, eben hier so. Vorne kürzer, hinten etwas länger, auch mit kurzen Ärmeln, auch mit diesem U-Boot-Ausschnitt. Aber so wie der hier ist, mit so überschnittenen Ärmeln. Also nicht mit eingesetzten Ärmeln, sondern so mit überschnittenen Ärmeln. Das wäre mein Wunsch, eben da auch gleich mal dieses Anpassen und dieses Optimieren auszuprobieren. Ja, also mir gefällt das Buch total gut, eben gerade wenn man auch mal nicht so stur nach Anleitung stricken will, bin ich eigentlich schon, bin so ein sturer Anleitungsstricker. Aber ja, ich möchte das da jetzt doch durchaus auch mal ein bisschen experimentieren. Und weil ja ein Buch schlecht alleine reisen kann und ich den Fehler gemacht habe, mal noch so zu gucken, was gibt es denn noch so? Ja, bin ich noch auf dieses Buch hier gestoßen. Das steht schon länger auf meiner Wunschliste. Und ich finde das Tuch so genial. Wobei ich noch genialer finde ich ja
diese Tücher mit den Schafen. Und man konnte sich eben auch so ein paar Seiten angucken. Und es sind so schöne Fotos mit drinnen. Schaut mal. Also das ist ein ganz tolles Buch. Ist auch kurz erklärt, eben die Insel Öland. Ein bisschen was zur Wolle. Schöne Bilder. Und ja, einfach, ja, schaut mal hier. Also einfach ein schönes Buch und so diese großen Colorwork-Tücher, also gerade mit den Schafen, ich meine, dass ich die durchaus auch schon mal auf Ravelry gesehen habe. Ja, und das hat mich einfach, das habe ich mir einfach dazu gegönnt. die Anleitung ist ziemlich minimalistisch. Also es ist jetzt wirklich für dieses Tuch, dieses Schaftuch, na, also für dieses Schaftuch ist wirklich diese eine Seite hier die ganze Anleitung. Gut, es gehört auch nicht viel dazu. Also Muster kann man sich quasi selber auch raussuchen, selber auch zusammenstellen. Es ist erklärt, wie man zunimmt, damit man halt ein Dreieck kriegt. Wie das bei so Tüchern durchaus ja üblich ist, wird es in Runden gestrickt und dann gestickt. Ja, und halt, wie man dann noch die Borte dran macht und das war es dann auch schon. Also das ist sehr minimalistisch. Ich habe es mir mal durchgelesen, komme ganz gut mit, was ja bei mir nicht immer so der Fall ist. Ich sage ja immer, ich muss es machen, dann kapiere ich auch, was gemeint ist. Ja, und es sind aber eben nicht nur Tücher, es sind auch Jacken. Da zum Beispiel eine Jacke. Die andere finde ich so ein bisschen schade, dass man da gar nicht so erkennt, wie der Schnitt eigentlich genau ist, weil die schaut für mich so ein bisschen, also eben nicht wie eine normale Jacke, sondern hier so ein bisschen abgerundet aus. Aber man kann es leider nicht. So, jetzt hat das Video abgebrochen und ich habe es nicht gemerkt. Jetzt kann ich die letzte Viertelstunde nochmal neu erzählen. Genau, ich habe, also bei der Jacke, genau. Die gefällt mir echt gut, aber vielleicht lässt sich das ja auch aus der Anleitung noch ein bisschen. Vielleicht ist es auch wirklich nur auf dem Foto so, dass die so abgerundet ausschaut. So, jetzt muss ich überlegen, was ich noch alles erzählt habe. Also zumindest war ich mit meinen Projekten und meinen Büchern durch. Das ist ja schon mal was. Genau. Dann hatte ich euch letztes Mal den Mund ein bisschen wässrig gemacht und auch die Beate, weil ich ja gesagt habe, wir sind eine Kooperation eingegangen, wir beide. Und das Ergebnis dieser Kooperation, Achtung Werbung, könnt ihr in Beate ihrem Palundu-Shop kaufen. Wir haben zusammen ein ja, Überraschungspaket für euch geschnürt. Also ich kann verraten, es gibt eine Tasche von der Beate genäht, ähnlich. Also von der Form hier, der ähnlich wie die. Ich glaube, ein bisschen kleiner, meine ich, hätte sie gemacht. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Aber das findet ihr auch auf der Seite von ihr. In einem ganz wunderbaren, bunten Stoff. Also mir gefällt er unheimlich gut. Und ich habe Wolle dazu gefärbt in den passenden Farben. Da gibt es 100 Gramm und einen 20 Gramm Mini. Eine, ja, Hype-Twist. Eigentlich Sockenwolle, aber ich finde sie ziemlich weich und also ich habe auch schon ein kleines Probestück gestrickt, weil ich einfach neugierig war, wie sich die Wolle verstrickt und vor allem diese Färbung, wie die sich mustert und ich finde es klasse. Der Beate hat es auch gut gefallen. Genau, und das hat durch diese Heiztwist-Zwirnung eben so eine körnige, so eine perlige Struktur. Und also ich mag die Wolle unheimlich gern. Ja. Und genau, also wenn ihr da Interesse dran habt, schaut einfach mal in Beate ihrem Palundu-Shop vorbei, den verlinke ich euch unten. Und ja, es gibt nur eine begrenzte Anzahl, also wenn weg, dann weg. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, müsst ihr schnell sein. Und ja, ich will nicht zu viel verraten, weil es soll natürlich ein bisschen eine Überraschung sein, aber es ist auf alle Fälle bunt. Und ja, was mehr kann man nicht sagen, ohne zu viel zu verraten. Schaut gerne einfach mal bei ihr im Shop vorbei und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn da der ein oder andere ja, sich überraschen lassen will.
Genau. Dann hatte ich das letzte Mal erzählt in meiner Reverie-Gruppe, dass ich so einen Tauschbörse-Thread aufmache. Das habe ich getan. Genau, also da könnt ihr, wenn ihr was zu tauschen, zu verkaufen, zu verschenken habt, das gerne einfach einstellen und euch dann da einfach per PN direkt dann austauschen und einigen. Ja, dann ansonsten Mai. Bei uns ist der Mai ist immer sehr viel los bei uns, weil da mein Mann und ich Geburtstag haben und zwar nur eine Woche auseinander, 8 Tage. Vom Tag her, vom Jahr her ist es ein bisschen mehr. Und zwischendrin ist auch noch unser Hochzeitstag. Also innerhalb von 8 Tagen wirklich 2 Geburtstage plus Hochzeitstag. Und das war dieses Jahr auch noch der 20. Und ja, Mai, jetzt konnte man natürlich nicht großartig irgendwie wegfahren oder essen gehen. Und wir haben einfach einen kleinen Ausflug gemacht auf die andere Seeseite. Also Starnberger See bin ich ja in der Nähe. Und sind da zur Votivkapelle. Die steht da, wo der König Ludwig II., unser Märchenkönig, gestorben ist, erschossen wurde. Ja, manche behaupten ja, er ist ertrunken. Na, ich gehöre schon zu denen, die sagen, nee, nee, nee. Der hat so gut schwimmen können, der ist erschossen worden. Genau, sind da schön gemütlich hingewandert. Also ein wunderschönes Gebiet da. Man kann bei uns am See leider oftmals nicht direkt am See entlang gehen, weil da eben halt dann hingebaut ist. Aber da geht es so ein bisschen zwischen den ja, Häusern und den Grundstücken quasi so mittendurch und dann eben auch am Schlossberg vorbei und ein Stückchen durch den Wald. Und ja, also einfach wunderschön. Und haben dann im Hotel Schlossberg im Biergarten dann ein bisschen Mittag gegessen. Ja, und uns da einfach einen schönen Tag gemacht. Abends noch ganz normal daheim mit unseren Kindern gegessen. Und ja, war sehr schön. Genau. Ja, und mein Mann hat den runden Geburtstag gestern und dann waren wir auch, jetzt darf man ja auch wieder ins Restaurant gehen. Da waren wir dann abends noch ganz schön exklusiv speisen. Ja, war etwas teurer wie normal, aber ja, zum Runden darf das schon auch mal sein. Dafür hat er ja sonst nicht groß gefeiert. Er ist eh nicht so der große Feierer und insofern hat ihm das jetzt mit dem ganzen Corona nicht so arg viel ausgemacht. Im Gegenteil, ich glaube, der war ganz froh drum, dass er jetzt quasi nicht gezwungen ist, eine große Party zu geben. Genau, dann habe ich diesmal noch ein Rezept für euch, nämlich meine Mädels und ich, wir haben uns einen Teesirup, einen Eisteesirup gemacht. Und da bin ich drauf gestoßen, wir haben letztes Jahr in Holland, da gab es in so Dosen, weiß nicht, waren das 500 Milliliter oder was, von Lipton, glaube ich, war es sogar, gab es Eisteesirup zu kaufen. Und das gibt es aber bei uns nicht. Jetzt klingelt das Telefon, naja, wird schon wer hingehen. Das gibt es bei uns nicht. Und ich habe dann gegoogelt, weil in Zeiten von Amazon oder eben Internet müsste doch sowas zu kriegen sein. Nein. Also es gibt schon was Ähnliches, aber dann auch ziemlich teuer. Aber ich bin bei meiner Recherche eben auf ein Rezept für einen so einen Eisteesirup gestoßen. Und wir haben den jetzt schon zweimal gemacht und er schmeckt wirklich richtig lecker. Ich kann euch sagen, man braucht Bio-Orangen, Bio-Zitronen, schwarzen Tee, braunen Zucker und natürlich Wasser. Und ich verlinke euch einfach das Rezept unten, weil von wegen Urheberrecht und sonst was. Und dann müsst ihr auch nicht mitschreiben, sondern dann könnt ihr euch das da einfach dann anschauen und ausprobieren. Also wir sind total begeistert, schmeckt total lecker und ja, gibt auch eine gute Menge. Ja, genau. Ansonsten habe ich es endlich geschafft, Sauerteig zu züchten. Ich habe, wer meine älteren Folgen kennt, da habe ich auch ab und zu mal übers Brotbacken erzählt und habe jetzt, ja, irgendwie bin dann wieder davon weggekommen, wenn man das nicht so regelmäßig macht. Ja, und habe dann zweimal versucht, einen Sauerteig anzusetzen, der mir jedes Mal verschimmelt ist und habe es dann irgendwann bleiben lassen. Und zurzeit aber hat aber die Johanna wieder so ein bisschen Probleme mit dem Bauch. Man jetzt so recht wissen, wann, wo, wie, was, warum, woher. Und jetzt versuche ich einfach mal den Weizen wegzulassen. Ist ja beim Brot noch relativ einfach. Also man kriegt auch beim Bäcker Brot ohne Weizenmehl.
aber nicht unbedingt immer und nicht bei jedem. Und deswegen habe ich mir gedacht, backe ich jetzt einfach mal wieder selber. Wollte ich ja ohnehin schon lange mal machen, aber ich habe kein Roggenbrot-Rezept mit Hefe gefunden. Das ist alles mit Sauerteig. Ja, und jetzt habe ich es geschafft, endlich Sauerteig selber zu machen. Ich denke auch, ich werde den jetzt nochmal rausnehmen und füttern, damit ich dann morgen den Teig ansetzen kann, damit ich den Freitagnachmittag dann backen kann. Ja, irgendwie so. Genau. Ja, und jetzt bin ich auch durch, nachdem ich jetzt diesen Teil quasi doppelt erzählt habe. Langt es jetzt auch. Gibt es sonst noch was? Nein, ich habe mir nichts mehr aufgeschrieben. Meistens fällt mir im Nachhinein noch irgendwas ein, aber dann schreibe ich es mir einfach auf fürs nächste Mal. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Pfingstferien gehen jetzt an bei uns, genau. Also jetzt ist Mittwoch, also morgen, übermorgen ist noch, naja, Schule für die Antonia zumindest. Johanna ist nach wie vor daheim. Wir wissen auch nach wie vor nicht, von der Schule hört man überhaupt nicht ein einziges Wort. Wann denn die 7. Klassen jetzt mal wieder in die Schule gehen dürfen. Ja, Hauptsache einen 6-Seiten-Brief vom Kultusminister haben wir gekriegt, in dem eigentlich irgendwie nichts drinsteht. Also nichts, was man nicht schon wüsste. Ich meine, es ist ja sehr nett, dass er sich bedankt, aber ich hätte mir jetzt erhofft, dass zumindest immer irgendwie was drinsteht. Also, dass voraussichtlich, wenn es jetzt sich weiter so entwickelt, dann so und so weitergeht. Aber ja. 6 Seiten und eigentlich steht nichts drin. Typisch Politiker. Und ich hoffe, ich werde jetzt dafür nicht wieder geschimpft. Nein, ich wünsche euch alles Gute. Haltet die Ohren steif. Macht das Beste draus. Passt auf euch auf. Und ja, wir sehen uns ja in 2 Wochen. Ich habe Urlaub. Zwar die zweite Pfingstferienwoche, aber ich denke, ich komme trotzdem. Sonst wundert euch nicht, dann wären es halt 3 Wochen, bis ich das nächste Mal aufnehme. Gell? Bis dahin, eine gute Zeit, schöne Ferien, schönen Urlaub, so ihr denn welchen habt. Und ja, genießt einfach die Zeit und daheim, soweit es halt geht. Also ich habe das Glück, wir wohnen in einer wunderschönen Gegend, wo andere Urlaub machen. Wenn man jetzt vorstellt, ich würde jetzt in München in einer Wohnung wohnen, vielleicht sogar noch ohne Balkon, dann ist das natürlich nicht so ein Spaß. Also insofern wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Macht's das Beste draus. Pfiat euch!